Dieter Nuhr hat es gewagt, in seiner Comedy-Show Sprüche über Greta und das Klima zu machen. How dare you, Dieter? Zu viele Comedians machen Witze, die nicht jedermanns Geschmack treffen, spotten über Dinge, die wichtig sind, machen sich über Leute lustig, statt ihnen zu huldigen. Wir sollten alle geschlossen den Humor boykottieren. Bevor wir beginnen, kurz was in eigener Sache. Ich habe wiederholt festgestellt und von euch auch die Rückmeldung erhalten, dass meine Videos den Abonnenten oft nicht vorgeschlagen werden. Das hat mit den Algorithmen zu tun, aber auch mit den Themen. Kontroverse gesellschaftliche Themen werden weniger vorgeschlagen. Ja, und daher möchte ich euch bitten, dass ihr, wenn ihr ein Abo habt, die Klingel aktiviert und wenn ihr keins habt, natürlich eins zu machen, weil davon bekommt ihr dann meine Videos immer vorgeschlagen und eure Klicks helfen natürlich dem Kanal zu wachsen. Also, Kabarettist Dieter Nuhr hat neulich in seiner Comedy-Show im Ersten über Greta gelästert. Sie wird wohl nicht heizen im Winter, sagte er. Und? Wenn unsere Kinder glauben, dass man die ganze Welt mit etwas Wind und Sonne betreiben kann, sollte man ihnen ein Hamsterrad mit Dynamo ins Kinderzimmer stellen, wo sie dann ihr Handy aufladen können. Ja, in der gleichen Sendung hat er aber auch auf die Dringlichkeit des Umweltthemas hingewiesen und nicht nur Sprüche über Grüne und Linke gemacht, sondern auch gegen die Rechte ausgeteilt. Ja, er tut eigentlich genau das, was Satire tun sollte. Er nimmt extreme Pole links und rechts unter Beschuss. Nur gefallen seine Klimawitze einigen Klimabewegten überhaupt nicht. Michael Flammer empört sich bei Twitter. Wie geschmacklos ist das denn bitte, Herr Dieter Nuhr? Es tut mir fast körperlich weh, dass ich mit meinen Gebühren Ihre Show mitfinanzieren muss. So viel Stimmung, wie Sie gegen Fridays for Future machen, ist aus meiner Sicht keine Satire mehr. Das ist reine Meinung. Man beachte die hohe Zustimmung. Meinung? Stimmungsmache? Naja, dieselben Leute, die nur wegen seiner Satire-Show Stimmungsmache und Meinung vorwerfen, regen sich bestimmt auch immer fürchterlich über Comedians wie Jan Böhmermann auf. So von wegen Stimmungsmache und Meinung und so. Weil der ist ja auch so überhaupt nicht politisch. Wenigstens ist man hier also konsequent. Ja, es wurde dann auch gemahnt, dass Nuhr nicht über Kinder spotten sollte, denn Satire sollte sich ausschließlich gegen die mächtige Obrigkeit richten. Ist das ein Gesetz, dass sich Satire nur über Mächtige und Politiker lustig machen darf? Wo steht das denn geschrieben? Dann würden ja etwa 80% aller Themen falsch ausgewählt. Ja, und außerdem ist eine Bewegung wie Fridays for Future oder Greta selbst ja auch mächtig. Sie spricht vor der UNO, sie wird von den Mächtigen und Wichtigen dieser Welt angehört und empfangen. Auf Twitter hat sie knapp 3 Millionen Follower, die Medien huldigen ihr. Ja, und Klimaaktivisten und Medien sind sowieso nachhaltig ein starkes Team. Die Klimaaktivistin, die sich über Dieter Nuhr empören, hat wohl gestört, dass er FFF halt ein bisschen als das entlarvt, was es ist. Eine Teenie-Jugendbewegung, die den Komfort des westlichen Lebens beansprucht und über die Wirtschaft schimpft, obwohl sie in deren Wohlstand sehr komfortabel aufgewachsen ist. Natürlich sind die jugendlichen Demonstranten nicht das Problem, aber die Medien halt schon, die auf jeden ihrer Piepse eingehen. Ja, und dasselbe passiert ja auch mit der noch radikaleren Gruppe Extinction Rebellion, die Gebäude mit Blut bespritzen, Straßen blockieren oder auf Flugzeuge klettern. Kann man alles unterstützen, dann darf man sich aber über Spott oder nur Satire nicht wundern. Ja, Dieter Nuhr selbst bleibt ja immer schön unbeeindruckt. Auf Twitter macht er Werbung für die nächste Show, damit alle wissen, wann der Shitstorm anzufangen hat. Und in besagter Show doppelt er dann gleich nach, meint, er habe nicht gewusst, dass man Greta huldigen muss ohne Einschränkung. Er habe vergessen, dass wir hier keine Satire machen, sondern einen Gottesdienst. Ja, Satire kann man gut oder schlecht finden. Man kann von mir aus auch empört sein und das geht hier gar nicht mal so sehr. Was mehr irritiert, ist die Überreaktion, die gnadenlose Verteufelung einer Person. Derselbe Typ hat unter seinem ersten Tweet noch das hier geschrieben. Und liebe ARD-Presse, und das Erste, finden Sie das wenigstens witzig? Sie strahlen solche platte Stimmungsmache aus und liefern Stoff für jeden Stammtisch. Nach dem Motto, was wir in Deutschland machen, spielt keine Rolle fürs Klima. Wir streiken auch für Ihre Kinder. Ja, der Herr findet also, dass die ARD solche Satire am besten gar nicht ausstrahlen sollte, dass man solchen Comedians keine Bühne und keine Aufmerksamkeit geben sollte. Dass man sie eigentlich canceln sollte. Es gibt ja sonst keinen anderen Grund, den Sender, also den Arbeit- oder Auftraggeber, gleich mit anzuschreiben. Und genau das geht über die übliche Kritik hinaus, denn da will man gezielt Druck ausüben. Es würde mir nicht mal im Traum einfallen, jemanden bei Twitter zu kritisieren mit der Kopie an seinen Arbeitgeber. Aber hier wird insistiert, in der Hoffnung, dass man sich bei der ARD vielleicht überlegt, den Unsäglichen nur mit seinen Greta-Witzen aus dem Programm zu streichen.
Ja, und wir sind bei der Cancel Culture. Der Begriff kommt aus Amerika. Es ist ein zeitgenössisches Phänomen, wo man Leute oder Institutionen, die einem nicht zusagen oder deren Ansichten einem nicht gefallen, in den sozialen Medien anprangert, diskreditiert, verteufelt. Es ist dann jeweils eine große Gruppe, die sich zusammenschließt und mit ihrer Wut oder ihrem Hass auf eine Person abzielt. Ja, und Kritik ginge ja in Ordnung, Kritik ist gut, aber Cancel Culture geht eben viel weiter. Man will diese Leute zum Schweigen bringen, will, dass sie wie von der Bildfläche verschwinden, keine Aufmerksamkeit mehr erhalten. Wenn ich die Person nicht gut finde, dürfen sie alle anderen auch nicht sehen oder hören oder lesen. Man will ihnen so eigentlich ihre Existenzgrundlage vernichten. Beliebte Mittel sind, wie erwähnt, die Person beim Arbeitgeber schlecht machen und dort Druck aufzubauen. Ja, und in vielen Fällen funktioniert's. Bei uns ist es noch nicht so weit fortgeschritten wie in Amerika. Es passiert nicht oft, dass Menschen ihre Existenzgrundlage verlieren, weil sie bei einem oder einigen unbeliebt sind. Aber es kommt vor. In Deutschland verlor gerade neulich ein Mann seinen Job als Chef der hessischen Filmförderung, weil er mit dem falschen Politiker zum Mittag aß. Kulturschaffenden missfiel das, sie machten Druck auf die Kulturorganisation, sie drohten nicht mehr mit der Hessenfilm zusammenzuarbeiten, wenn deren Geschäftsführer weiter im Amt bleibe, wie Jan Fleischhauer in seiner Fokus-Kolumne schreibt. Sie sammelten Unterschriften, die Entlassung von Hans-Joachim Mendig forderten. Es gab eine Krisensitzung, dann hat man ihn des Amtes enthoben. Man habe den Imageschaden begrenzen müssen, sagte die Kulturministerin, eine Grüne. Ja, nebst unliebsamen Meinungen oder Gedanken gibt es noch andere Gründe fürs Canceln. In den USA sind sie, wie gesagt, schon viel weiter. Kevin Spacey wurde gecancelt, weil er einen Mann sexuell belästigt haben soll. Als die Anschuldigung publik wurde, schmissen die House of Cards-Macher Spacey per sofort aus der Serie. Hier übrigens mein Video, wie House of Cards ohne Spacey in sich zusammenfällt wie ein House of Cards. Ja, seine Agentur beendete die Zusammenarbeit. Aus einem Film wurde er kurz vor dem Kinostart herausgeschnitten. Seine künstlerische Basis wurde zerstört, obwohl die Anklage wegen sexueller Belästigung dann diesen Juni fallen gelassen wurde. Ja, man ist sehr schnell, über jemanden zu urteilen, aber sehr langsam, um ein Urteil abzuwarten oder eine Sache erstmal richtig zu hinterfragen. Jordan Peterson wollte man canceln, weil er sich gegen eine von der Regierung diktierte Sprache in Bezug auf Genderpronomen wehrte. Comedian Kevin Hart wurde wegen eines 10 Jahre alten Tweets zur Absage der Oscar-Moderation gezwungen. Louis C.K. wollte man von der Bildfläche weghaben, weil er vor zwei Kolleginnen masturbiert haben soll. Ja, natürlich, Louis C.K. ist ein Widerling. Als Comedian ist er vielleicht lustig, privat masturbiert er vor Frauen. Nur er hat sie zu nichts gezwungen, er tat nichts Kriminelles, er hat keine Frau missbraucht, er tat ja etwas Widerliches. Darüber kann man sich empören, es rechtfertigt aber dieses Cancel nicht. Comedians sind, so scheint's, besonders beliebte Ziele der Online-Aktivisten. Das liegt wohl daran, dass viele sich der Political Correctness nicht beugen. Sie machen Witze über alles Mögliche, was ihnen auffällt, und das schließt halt auch Minderheitengruppen oder eine Greta nicht aus. Dave Chappelle zum Beispiel nimmt in seinem Netflix-Special Sticks and Stones viele unterschiedliche Gruppen aufs Korn, auch solche, über die man laut den Moraldiktatoren keine Witze machen darf. Und jetzt kommt der Punkt. Jahrelang hat man diese Comedians lustig gefunden, hat sie gefeiert und jetzt, wo sie Witze machen, die einem nicht gefallen, will man sie gleich zerstören. Eigentlich zeigt das ganz gut, dass diese Leute Humor nicht verstehen, denn ihre Hysterie entlarvt sie. Wenn sie lachen, lachen sie nur aus Häme, wenn die Pointe über Dinge oder Leute ist, die sie sowieso nicht mögen oder gar verabscheuen. Sie benutzen die Comedians wie eine Art Waffe. Und das ist der falsche Humor. Ja, vor allem hat es gar nichts mit Humor zu tun, wenn man verlangt, dass nur über bestimmte unliebsame Leute oder verhasste Gruppen gespottet werden darf, weil sich die Witze dann gegen diese Leute richten. Satire beobachtet alles gleichermaßen, greift gesellschaftliche Trends auf allen Seiten auf. Wir könnten alle mal drunter kommen. Und ja, natürlich gibt's auch schlechten, geschmacklosen Stil, aber darum geht's hier ja gar nicht. Schon mit dem Keim von Missbilligung bricht die Hysterie los. Humor ist, wenn man auch über sich selbst lachen kann und nicht nur über jene, die man sowieso nicht mag. Und sorry, wer Comedians vorschreiben will, über was sie Witze machen dürfen und über was nicht, der nimmt sich selbst viel zu scheiß ernst, er sieht sich als Zentrum vom Universum, er benimmt sich wie ein kleiner Diktator. Und indem sich diese Leute im Internet zusammenschließen, erhalten sie eben eine gewisse Macht und die nützen sie aus, ähnlich wie ein Diktator.
Chappelle sagt, sein Job als Komiker sei nie schwieriger gewesen als heute. Das glaube ich ihm. Und ich finde, man merkt ihm das ein bisschen an. Seine Shows hatten früher mehr Leichtigkeit und mehr Charme. Heute kommt er etwas verbissen herüber. Dennoch sind seine Shows superb. Natürlich sehen das die Moralhüter anders und dazu zählen ja auch viele Medien. Von ihnen gab es grottenschlechte Bewertungen für Sticks and Stones von Dave Chappelle. Man beachte die Diskrepanz von 35% zur 99%igen Zustimmung vom Publikum. Ja, beim Publikum kommt's an, bei den Medien eher nicht. Was für eine Überraschung! Ja, warum funktioniert Cancel Culture? Empörung gab es ja schon immer, Leute waren schon immer selbstgerecht, bitchig und nahmen sich viel zu ernst. Warum haben Moralaktivisten gerade jetzt damit Erfolg? Ich denke, das Internet hat einen großen Einfluss. Es funktioniert wie ein Brandbeschleuniger und das hat sich daran geändert. Leute können damit nicht umgehen. Oft startet die Anschuldigung oder die Empörung ja auf Twitter, wie auch im Fall von Dieter Nuhr. Hier formieren sich die Kampftruppen, man kriegt Likes und Applaus und von dort greifen es oft die Medien auf und die Hysterie entwickelt sich weiter wie eine Lawine. Natürlich tut man mit der Lynchjustiz! Sag mal Lynchjustiz! Natürlich tut man mit der Lynchjustiz im Internet genau das, was man ja sonst ständig bei anderen kritisiert. Man drängt einzelne Leute an den gesellschaftlichen Rand. Aber das haben die Moralhüter noch nicht mitbekommen. Zu sehr sind sie damit beschäftigt, die einzige Wahrheit für sich zu beanspruchen. Cancel Culture gibt den Aktivisten eine gewisse Macht, aber nur, wenn man sich cancel lässt. Aber das ist ja gerade das Problem, denn obwohl es viele bestreiten, das Canceln passiert tatsächlich täglich auf irgendeine Art und Weise. Leute oder viele Leute sagen in der Öffentlichkeit inzwischen nicht mehr, was sie wirklich denken. Und damit meine ich übrigens nicht üble Beschimpfungen oder dergleichen. Das kann heute schon nur ein sachlich angeführtes Argument sein. Darum finde ich, wer die heutige Debattenkultur als verbalen Terrorismus bezeichnet, der hat nicht ganz Unrecht. Nochmal, warum funktioniert Cancel Culture? Es fehlt vielleicht ein bisschen an Mut, um sich gegen die lauten Moralisten von linker und auch von rechter Seite aufzulehnen. Ja, und auch Unternehmen knicken ein, weil sie eben keine schlechte Presse wollen. Heute ist es ja oftmals nicht mehr der Chef, den man kennt, der mit seinem Namen hinsteht und der Risiken eingeht, sondern es sind anonyme Gremien, ein Verwaltungsrat, es ist oft ein Team, das sich die Verantwortung teilt. Jeder macht seinen Job höchstens 3-4 Jahre lang. Warum soll also der PR-Chef ein Risiko nehmen, die Firma gegen einen Shitstorm im Netz verteidigen, wo es doch viel einfacher ist, das Produkt, das für Empörung sorgte, einfach aus dem Sortiment zu nehmen? Ja, und weil Cancel Culture wiederholt funktioniert, greifen Leute immer wieder darauf zurück. Aber es gibt auch Hoffnung. Jordan Peterson konnte nicht gecancelt werden, Kevin Hart auch nicht. Dave Chappelle füllt trotz anhaltender Kritik von beleidigten Leberwürsten riesige Hallen. Vielleicht ist es ja auch ein Zeichen, dass Leute langsam genug haben von der Hysterie und der moralen Panik. Und darum lautet meine Botschaft heute: Hey Leute, lacht mal ein bisschen mehr über euch selbst und nehmt euch nicht immer so scheiß ernst. Ja, teilt die Botschaft mit euren Freunden, wenn ihr mir zustimmt, so können wir gemeinsam was ändern. Mehr Leute müssen wissen, was heute so abgeht. Macht bitte auch ein Abo, folgt mir bei Twitter und bei Instagram. Danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.